Hallihallo meine Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Fever. Ich begrüße euch alle da draußen. Schön, dass ihr wieder hergefunden habt. Freut mich ganz, ganz arg und ich weiß nicht, was wir heute vorhaben. Eine neue Aufnahmesession zum Verhältnis zum letzten Mal. Ich befürchte, vermute und denke einfach mal, dass wir versucht haben, hier weiter nach Glinde vorzustoßen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz getäuscht habe. Und dass wir hier wahrscheinlich uns überlegt haben, wie gehen wir hier aus der ganzen Geschichte raus. Aber, um das Ganze noch mal ein bisschen mehr zu forcieren, ja, Zwerg forciert also. So, wenn wir uns mal kurz angucken, was macht der Öler hier eigentlich? Der macht megaste Minus, aber warum? Läuft der voll? 42, das will hier noch nicht so ganz. Okay, wie schaut's hier aus? Der macht mittlerweile ganz gut Plus. Dem könnte allerdings ein zweiter, noch, nee, Quatsch, ein dritte, vierte, eine fünfte Lok könnte dem ganz gut tun auf der Route, um den Takt zu verbessern. Jetzt gucke ich mal gerade, wie ist denn hier die Warennutzung, die Cargo-Nutzung? Hier, das funktioniert auch. Hier, Glinde, wird mittlerweile komplett von uns versorgt. Das ist alles uns. Okay. Dann müssen wir hier einfach nur neuen Zug auf die Schiene bringen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und zwar natürlich wie immer von ganz hinten. Also noch weiter. Hier. Da ist unser Güterterminal. Im Prinzip unser Mutterstandort für die Güternutzung. Und jetzt gucken wir mal. Da muss einfach noch einer drauf. Schade, dass wir die... Wir könnten jetzt Folgendes tun. Wir könnten den... Der jetzt hier langkommt, könnten wir reinholen, klonen und dann rausschicken. Das wäre die einfachste Variante. Ich würde vorschlagen, das tun wir auch. Wenn jetzt hier einer kommt, in dem Fall kommt tatsächlich sogar einer, dann lassen wir den jetzt direkt ins Depot weitergehen. Wobei, nee, das ist falsch. Das ist, nee, Quatsch, wir machen das nicht. Dann nehmen wir nämlich einen Takt raus. Das will ich nicht. Takt brauchen wir, Takt ist verdammt wichtig. Lasst uns das mal angucken. Also drauf hier ist eine Ludmilla. Eine Ludmilla will ich eigentlich jetzt schon nicht mehr drauf haben, weil die könnten wir mit so einer RE zum Beispiel, könnten wir die, oder mit einer Cargo, könnten wir die relativ einfach ersetzen. Besser ersetzen sogar. Oder wir setzen gleich eine Siemens-Lok drauf. Könnten wir uns auch überlegen. Dann müssen wir allerdings hier auch gleichzeitig uns überlegen, wie machen wir das. Dann pass auf, dann machen wir das jetzt mal raus. So, pass auf. Wir machen Folgendes. Wir kaufen einen Zug. Die Zwerglok. Nailstar. Nailstar 007. Und Mr. Toast haben die damals entwickelt. Die beiden. Dankeschön an der Stelle nochmal. Vielen lieben Dank euch. Aber die kommt nicht hier drauf. Das wird eine Personenlok werden. Die kommt hier nicht drauf. Wir nehmen die ÖBB 1116 auf diese Schienennutzung. Schafft 230. Doppeltraktion möchte ich fast nicht drauf haben. So. Mal ganz kurz gucken. Hier werden wir Folgendes tun. Scrollen erstmal, bis verrückt. Fake wollen wir nicht. Wir nehmen den Gutscon einmal. So, jetzt kann sie schon 75 Waren transportieren. Schafft aber der Gutscon... Ach komm, mach mal zwei Gutscon drauf. Dann sind wir bei 150 Waren. Dann ist die Kiste eigentlich mega super. Und vor allem, das können wir leicht reproduzieren hier. So, also nochmal ganz runter. Da, einmal die hier. Und dann hier ganz hoch. So, hier. Und zwei da drauf. Eins, zwei. Automatische Erneuerung. Ja. Linienzuweisung. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Warte. Stopp. Wo ist hier? Hier ist nämlich einer gerade am Reinkommen. Güterlinie zentral. Den müssen wir abwarten. Bis der durch ist. Und bis sich das hier mal ein bisschen erholt hat auch. Weil das ist nämlich das Problem. Wir können nicht so schnell so viel hier wegbringen. Das schafft das Depot ja auch nie. Okay.
Okay, da ist eine Tram, die ist durch. Die könnten wir jetzt mal ganz kurz ersetzen. Straßenfahrzeug haben wir hier eins. Da machen wir einen Fahrzeugersatz drauf. Ja, ich weiß. Machen wir einfach so mal. Iphofen Industrie haben wir auch noch mittlerweile. Der ist jetzt weg. Iphofen Wohngebiet haben wir noch eine. Werdenquerung. Können wir gleich auch noch machen. Werdenmitte können wir auch noch eine draufpacken. So, und dann ist jetzt erstmal gut. Frankfurt Zentral sollten wir allerdings erneuern, wenn es möglich ist. Das ist so ein eher blaue. Eine Cobra. So, und damit ist es jetzt erstmal hier ein bisschen erledigt. Jetzt gucke ich gerade mal. Wie viel haben wir jetzt hier? 41. Wo ist der nächste von denen? Der fährt hier jetzt rauswärts. Das ist kein... Du fährst in welche Richtung? Nächstes ist Kalfzentrum. Ah, der fährt zurück. Der ist hier oben erst. Okay. Dann pass auf. Dann lassen wir das jetzt nochmal gemütlich laufen. Und stecken die hier auf Güterlinie Zentral. Bis die hier rauskommt, ist die hoffentlich dann auch schon wieder ein bisschen besser bedient. Erhöht den Takt natürlich auch nochmal nicht minder, um 2 Minuten hier nochmal. Das könnte ganz gut gehen. Die ist sowieso schneller als alle anderen. Wir sollten natürlich mit der auch nochmal eine Runde mitfahren. Ist ja wohl ganz klar, oder? Da hinten kommt sie gerade raus, gedüst. So, wie viel nehmt ihr mit? 8 Güter, das ist auch gut. Kann man lassen? Kann man wirklich lassen? Das ist echt in Ordnung. Jetzt kommt die hier gerade runter auf das Doppelgleis drauf. Damit sollten die sich dann nicht treffen. Das passt dann auch ganz gut soweit. Schauen wir mal schnell hin. Ja, hier wird es ein bisschen knapp dann am Ende. Aber das geht schon. Schau, ist doch ganz gemütlich hier, wie die sich rausfahren. Schönes da. Oh, schönes Teil. Mag das Rot auch gerne. Sehr leuchtend. Und wie das leuchtet. So, da ziehen sich diese riesengroßen Passagierzüge lang. Natürlich jetzt momentan sehr schlecht besucht auch. Aber wird schon. Das Problem liegt daran... Oh, Verzeihung. Das Problem liegt daran... Nö, es gibt hier kein Problem. Kirchheimlinie... 39, da warten wir hier ein paar zu wenige, ehrlich gesagt. Wie schaut es hier mit unserer Güternutzung aus? Da wird jetzt aufgeladen mittlerweile. So, wird hier aufgeladen. Nicht ganz so viel, wie ich mir gedacht hatte. Aber 67 Güter haben schon den Weg dahin gefunden. Ja, das ist klar. Lassen wir den mal durchstarten. Der ist natürlich super schnell, der Zug. Ne? Der wird die anderen auch auf Dauer einholen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das kriegen wir nur gelöst, indem einfach die Aktualisierung nach und nach kommt. So, schauen wir mal schnell. Der Zubringer, der hält sich schon ganz gut. Der macht ein bisschen Minus. Das ist halt jetzt ein kleines Dauerproblem im Prinzip. Ja, und die sind halt jetzt ein bisschen knapp, wobei den Takt, den werden sie automatisch langsam verlieren, weil einfach der deutlich schneller ist. Das ist halt jetzt so, die pendeln sich schon da ein. Gerade hinten raus, glaube ich, geht das ganz, ganz gut. So, 94 fahren hier wieder mit, also das hat sich auch mittlerweile schön ergeben. So, hier haben wir ein bisschen kleinen Stau. Ein bisschen Geld gemacht mittlerweile. Ja, doch, kann man lassen. Jetzt hat er nämlich nur noch 9 Güter dabei. Das ist ein bisschen wenig. Aber er wird ja relativ bald hier auch wieder auf den Zubringer kommen. Und da hoffe ich, dass uns diese Linie hier letzten Endes
doch füllt, dass das füttert. So, wie schaut es jetzt hier aus? Ja, so viele Leute warten hier leider noch nicht, aber das ist eigentlich abzusehen gewesen. Ja, ein paar kommen immer wieder an. Müssen wir uns mal ein bisschen im Blick behalten, wie das hier sich entwickelt. Ist natürlich jetzt auch ein ganz schöner Weg für so eine kleine Stadt hier wie Kirchheim. Das ist halt wirklich für die Nutzung schon heftig. Da kannst du nur hoffen, dass noch viel, viel mehr Leute dazukommen. Und in dem Fall wollen hier auch ganz, ganz wenige nur her. Also das ist momentan leider noch eine Stadt, die dummerweise auch gar nicht so angenommen wird. Ist halt jetzt, wobei trotzdem, muss man sagen, die wird trotzdem mit Gütern ganz massiv versorgt werden. Also die Stadt entwickelt sich. Mit Kirchheim habe ich noch große Sachen vor. So, und die nächste Liegenschaft ist Glinde, ist ja schon zum Teil angeschlossen, hat auch mittlerweile schon den Weg hier rüber gefunden. Und hier werden wir dann auch mit unserem kleinen Zug dann auch einen Kopfbahnhof erstellen, wo es dann weiter nach Dahlen geht, wo es dann weiter nach Harsewindel geht oder nach Neuenstein. Ja, das ist dann so ein Glinde ist so ein zentraler Bahnhof, der wird auch maximal ausgebaut werden, wenn es überhaupt reicht. Und damit wird Kirchheim natürlich auch profitieren. Das schaut so cool aus, wenn die hier drüber ballern. Er hat natürlich der hier das Problem, dass er hier nicht bedient wird. Ja, beziehungsweise nichts machen kann. Der kann eigentlich im Prinzip, der hält nur kurz und fährt dann gleich wieder weiter. Hier kommt gerade der Öler an. Der fährt hier auf dem Übergangsgleis vorbei. Hält natürlich auch nicht, was will er da auch, ne? Kann man nur hoffen, dass hier ein bisschen mehr Öl wartet, aber es ist gar nicht mal so viel. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir hier weitergehen über Dahlen nach Harsewinkel mit unserer Zentrallinie und dann vielleicht Neuenstein noch mit anschließen. Und dann müssten wir halt mal gucken. Ja, wir kommen hier zum Beispiel auch Schwarzenbach an der Saale, könnten wir hier einen riesen Tunnel durchbohren. Und nach Schwarzenbach, auch wieder auf unserer Zentrallinie, Schwarzenbach-Iphofen, hier wieder den Ring machen. Ja? Und dann könnten wir natürlich auch uns überlegen, ob wir diese Linie dann hier wieder draufgehen lassen und hier auf unser Hauptnetz wieder rückwirkend, ja? Also zurücksetzend, machen, dass die Züge einfach weniger Probleme haben auch. Wäre eine Idee, könnte ich mir auch gut vorstellen, da müssten wir allerdings hier aus Glinde ein bisschen weiter rausgehen. Müssen wir uns einfach mal angucken, ob das so funktioniert. Insgesamt glaube ich allerdings, dass der Öler hier deutlich mehr schaffen kann und auch muss. Aber das gucken wir jetzt einfach mal, wie schaut es jetzt hier aus? Versuchen sie mehr Öl anzuliefern, ja das versuchen wir allerdings. Aber der kriegt halt nicht mehr als 30 oder 40 hier rein, das ist echt wenig. Du hast jetzt wieder 14 Güter da und lädst auch schon wieder ganz schön viele aus, aber das 14 ist halt gar nichts, ne? Das ist halt alles viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Der Takt, der passt hier, aber es will halt einfach kein Mensch hier mitfahren. Obwohl, es wird schon. Es steigert sich mittlerweile. Klar ist es noch eine kleine Linie, aber ich glaube, die entwickelt sich. Ich glaube, hier wollen wirklich ganz viele auch mit dem Auto langfahren. Und hier auf der Überlandstraße seht ihr schon, da nimmt auch der Verkehr mittlerweile rapide zu. Der hier rüber nach Zahner Elster führt, die mittlerweile schon echt zu kleinen Metropole aufgewachsen ist. Schaut euch das mal an. Erste Hochhäuser sehen wir hier. Und hier warten auch tatsächlich auch schon 100 Leute auf die Mitfahrgelegenheit. Also hier funktioniert unser Konzept schon ganz gut, aber könnte natürlich noch besser sein, ganz klar. In dem Fall haben wir hier zum Beispiel niemanden angeschlossen auf der Seite. Hier fehlt es komplett noch. Auf der ganzen gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Da fährt nur die Tram hier raus, die zum Nachbarort führt, und zwar Wassertrüdingen. Wassertrüdingen sendet auch schon die ersten Fahrzeuge nach Hückelhofen.
auch eine Stadt, die gar nicht angeschlossen ist, könnten wir natürlich jetzt für Kirchheim nutzen und hier noch Hückelhofen anschließen, auch hier noch anschließen, um da vielleicht auch noch ein bisschen was zu nutzen. Dann könnten wir nämlich auch die Straßenbahnen von hier aus nutzen. Das machen wir aber erst, meine Lieben, in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Dann werden wir noch ein bisschen in die Überland-Tram-Richtung gucken. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, habt eine tolle Zeit, lasst euch gut gehen, meine Lieben. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.